Mamma mia! Unperfekt! Frag den Soldat, zeigt es nicht! Weißt du, was es ist? Das ist ein Kaleidoskop. Also, man kann eins selber basteln. Und ich habe zwei verschiedene bestellt. Einmal von Folia und einmal von... Keine Ahnung, steht nicht dran. Es ist überhaupt sehr wenig Information. Du darfst dir aussuchen, welches du machst und ich mach das andere. Ich mach das. Au! Schärfe. Ja. Zack. Immer noch nicht auf. Soll ich es mal machen? Ja. Kaleidoskop. 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 Ja. Gut genug. Okay. Tada! Jetzt sehen sie fast gleich aus. Aber deines sieht schon ein bisschen cooler aus. Meins sieht ein bisschen cooler aus. Bei meinem ist hier so ein kleiner Beutel mit diesen bunten Dingern, die man dann reintut. Und hier sind die Linsen. Ja. Oh Gott, nee. Ich brauche die Gebrauchsanweisung, das wäre cool. Das ist aber hübsch. Und dann sind hier drin Spiegel. Aber es ist keine Gebrauchsanweisung dabei. Ihr wollt mich fertig machen, oder? Woher soll ich denn wissen, wie das funktioniert? Okay, ich blende jetzt ein, ob es mein Fehler war und ich die Gebrauchsanweisung einfach verloren habe oder ob es wirklich keine Gebrauchsanweisung gab. Dann machst du genau das Gleiche. Sehr lustig. Der Luis hat hier irgendwie sowas und sowas und sowas. Okay. Spiegel. Genau das gleiche Dingelchen wie ich. Und hier auch so ein Linsenset. Und das Entscheidende, Luis hat eine Gebrauchsanweisung. Ich stehe auf Anleitungen. Ich finde, das wird viel zu selten gemacht, oder? Anleitung. Wir brauchen das noch, was du gerade durchgeschnitten hast. Also es liegt auch sowas dabei und das dürft ihr nicht durchschneiden. Man braucht es. Stopp. Wir brauchen das noch, Luis. Wirklich. Ich versuche jetzt, dieses Schaumstoffteil wieder zu kleben. Wir haben von unseren drei Spiegeln die Schutzfolie abgezogen, weil man mit den Spiegeln irgendwie anfängt. Und zwar ohne Schutzfolie. Zack. Man soll die drei Spiegel so zusammenkleben. So, und dann mache ich ein Dreieck aus meinen Spiegeln. Und zwar... Ja, jetzt geht es überhaupt nicht, weil ich die zu eng zusammengelegt habe und die lassen sich so nicht umknicken. Oh Mann! Ja, die kann ein bisschen abtun. Machst du das mal? So ist, glaube ich, gut. Okay, und dann geht es ganz gut. Und dann hat man ein Dreieck und das braucht man wohl. Ich halte die und du machst den Kleber drauf, okay? Also dann kommt nämlich dieser Schaumstoff hier drumherum, Luis. Guck, den wickelt man da rum, so. Was denn? Den mal. Jetzt müssen wir deins noch umwickeln. Ah, klasse. Jetzt sollen wir den kleinen Folienkreis auf das Okular kleben. Hoffentlich habe ich auch einen kleinen Folienkreis. Oh ja, da. Ich glaube, das hier ist mein Okular. Und ich soll das festkleben. Ja. Ah! Jetzt. Perfekt. Jetzt stecken wir das hier rein. Guck. Wow, cool! Ah, das ist gar nicht schlecht. Soll ich machen? Ja. Andersrum sieht ja noch viel cooler aus. Ich habe sowas gar nicht, aber bei dir sollen wir jetzt das hier draufstecken. Warte mal, da kommt noch irgendwelche Folie dazu. Folienkreis matt auf die zweite Abdeckung kleben. Klebeflecken vermeiden. Na toll. Das setzt mich total unter Druck. Und das matte Ding kleben wir auf die zweite Abdeckung. Wo ist denn die zweite Abdeckung? Wie viele hast denn du? Das ist nicht leicht. Das hat keinen guten Kleberand. Das ist ganz dünn und das ist gar nicht leicht aufzukleben. Hilfe! Und mein Kleber läuft aus. Nicht, och, Schatz. Ehrlich, ich habe das gerade aufgeklebt und ich soll Klebeflecken vermeiden und du machst hier das total klebefleckig. Gib mir mal die matte Scheibe. Welche matte Scheibe? Na, warst du die ganze... Ich habe jetzt keine Lust mehr zu basteln.
Nein, der Kleber! Manu! Also, wir hätten Klebeflecken vermeiden sollen. Wir haben jetzt deutliche Klebeflecken hier. Bum, bum. Okay. Das ist wahrscheinlich eher was für ältere Kinder. Vielleicht würde ich es für Dreijährige doch noch nicht empfehlen. Was hältst du davon, wenn ich dir die Schere wiedergebe? Du setzt dich hier hin und schneidest dein Blatt. Ja. Und ich bastel das fertig. Ja. Ja? Zack. Okay. Also, so sieht es dann aus. Zack. Ihr dürft zuerst gucken. Oh. Gar nicht schlecht. Das ist richtig schön. Schön, oder? Ich habe jetzt einfach von dem Kaleidoskop die Folie genommen und hier dran geklebt. Und ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Dieses Kaleidoskop macht mich sehr unleidlich. Ich finde auf jeden Fall nochmal raus, wie das heißt. Damit ihr das nicht bestellt. Es passt einfach nicht. Der Spiegel passt nicht. Ich werde jetzt versuchen, den irgendwie klein zu kriegen. Und Luis, du könntest mal das trotzdem hübsch machen mit Aufklebern. Ja? Ja. Also wenn ich nicht zufällig ein anderes Kaleidoskop bestellt hätte, was eine Gebrauchsanweisung dabei hat, hätte ich niemals gewusst, was hier wo dran kommt. Ich denke, das ist zu einem günstigen Preis gewesen und die meisten Leute werden sich wegen sowas dann nicht beschweren, aber ich finde es eine Unverschämtheit. Ich habe jetzt so einen Zentimeter etwa abgeschnitten und jetzt passt das hier schon rein. Okay, nee, wir hätten noch mehr abschneiden müssen. Ich bin total genervt von dem Ding. Mann, Mann, Mann. Zusammen. Und auseinander. Zusammen. Auseinander. Oh. Ah, ey, mir wird total heiß schon. Okay, gut. Und jetzt wieder hier rein. Halleluja, jetzt passt es. Und klappt es jetzt auch. Ja, ehrlich gesagt sieht es jetzt schön aus. Also, die Kaleidoskop-Sache hinterlässt mich gebeutelt. Insgesamt würde ich sagen, das hier taugt auf jeden Fall. Voll schön. Und das andere, na gut, eine Gebrauchsanweisung würde halt gut tun der Sache. Und wenn die Spiegel die richtige Länge hätten, weil die sind wirklich schwierig abzukriegen. Das gefällt mir richtig gut. Würdest du sagen, es taugt? Ja. Es taugt! Aber mit Einschränkungen, ne? Okay, wir dekorieren hier jetzt noch ein bisschen weiter. Ihr könnt euch ja gerne mal unsere alten Videos angucken, wenn ihr neu seid. Oder den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst von unseren gigantischen Testreihen, Vorhaben, Dingern, Sachen. Sonst ein Daumen hoch! Ja! Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben.